Yes! Paar gerettet! Hallo, mein Name ist Verena Gimmi, ich bin Golfpoete. Nee. Ich habe ihn ja jetzt gerade mit dem vierten Schlag eingelocht. Da muss jetzt auch rein. Eine Tourspielerin mal angeln muss. Ich track ja hier mal meine Zeit mit, schaut mal. Good Golf aus dem Golfclub in Valais. Ich möchte Scratch-Golfer werden und bin davon meilenweit entfernt. Aber deswegen gibt es hier diesen Block. Ich spiele registrierte Privatrunde. Die ersten 9 Loch gab es letzte Woche schon, die A-Schleife. Und die zweiten 9 Loch gibt es heute, B-Kurs. Und zwar mit Verena Gimmi. Hallo. Die ersten 9 Loch waren für mich nicht so toll. Wie waren sie für dich? Okay. Kleiner Recap. Okay, also Birdie an der A9 gespielt, das ist immer ganz gut. Und ja, ein paar Bogies dabei, aber bei dem Wetter und Grünverhältnisse ist noch in Ordnung. Und jetzt schauen wir mal, dass wir auf der B-Schleife noch ein bisschen was rausholen können. Wir haben uns auf jeden Fall ganz schön viel Zeit gelassen bei den ersten 9 Loch. Ich glaube, über 2,5 Stunden gespielt. Aber wir haben uns auch schön verquatscht. Das zumindest heute toll. Das Wetter ist nicht so toll. Ich habe es auch in dem ersten Video schon gezeigt. Die Kamera ist hier nochmal on top eingepackt in so einem komischen Teil. Also das erschwert es zusätzlich. Ihr könnt kommentieren, ihr könnt ein Abo dalassen und vor allem mir sagen, was ich besser machen kann. Good Golf, Verena. Good Golf. Ach ja, zum Schluss noch, wir spielen natürlich auch so ein kleines Matchplay. Verena ist aktuell 2 Löcher vorne, ne? Genau. So, also noch alles drin für mich. Ja, der Drive ist schon mal ein Anfang. Ja. Film meine Schläge jetzt nicht mehr, Verena, sondern nur noch deine. Also ich habe meinen zweiten gerade gut getroffen. Verena hat mich sang- und klanglos ausgedrived, aber das ist in Ordnung. Ich meine, ich spiele hier gegen eine Tourspielerin, wohlgemerkt. Das hatte ich nämlich gerade bei der Anmoderation noch gar nicht gesagt. Verena Gimmi ist Proette, Tourspielerin. Und zuallererst muss ich sie jetzt mal fragen, dieses Wort Proette, da gab es auch schon ein bisschen Diskussion hier auf Good Golf, Verena. Wie findest du das? Ich sag ehrlich gesagt Proette gar nicht. Ich sag, ich bin Profigolferin oder ich bin Pro. Von daher, ja, Proette ist, wenn man wahrscheinlich das halt so ganz genau nimmt. Mich stört es jetzt nicht, wenn jemand sagt, sie ist Golfproette oder sie ist Proette. Aber ich selber benutzen tue es eigentlich ehrlich gesagt gar nicht. Also würdest du dich jetzt nicht auf die Idee kommen, so vorzustellen, hallo, mein Name ist Verena Gimmi, ich bin Golfproette. Nee, ich würde, glaube ich, eher sagen, ich bin entweder Tourspielerin oder ich bin Pro. Du bist vor allem jemand, der seinen Traumjob gefunden hat. Hast du uns in Teil 1 schon verraten. Von diesem Video. Du machst wirklich den ganzen Tag nichts anderes, als dich mit Golf, Fitness und dem ganzen Drumherum zu beschäftigen. Genau. Ich lebe in der Tat den Traum eines jeden Leistungssportlers und bin wirklich sehr dankbar, dass ich das machen darf. Wir sind gespannt und drücken Verena die Daumen. Sie kommt gerade aus Australien. Das hat sie uns auch schon in Teil 1 verraten. Das verlinke ich jetzt hier alles mal und muss mich jetzt auf meinen dritten Schlag konzentrieren, den ich diesmal filme, okay? Jetzt wieder nicht. An der A4 hast du Green in Regulation gehabt. Zack. Ich habe jetzt auch 115 zur Fahne, habe den nicht taktisch klug in diese Waste gespielt. Super. Aufs Grün. Na? Geil. Gleich wieder mit Doppelbogey gestartet. Sehr gut. Es war kein hoher Draw, aber ein schöner Schlag. Er ist auf dem Fairway, so ein guter Schlag. Ja. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Nur kurz die Info, ich nehme meine Schläge nicht mehr mit, weil die heute nicht so toll sind. Aber auch, weil ich habe nicht genug Speicherplatz mehr auf der Speicherkarte. Und wir wollen uns ja lieber noch ein bisschen mit Verena unterhalten. Als Tourspielerin bist du wie viele Tage im Jahr unterwegs? Was würdest du sagen? Oh, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich würde sagen, dass eine Golfsaison so von Februar bis Oktober, November geht. Und dann je nachdem, wie viele Turniere man auf sich nimmt. Ja, also von diesen 9 Monaten vielleicht, würde ich sagen, bin ich so 6 Monate auf jeden Fall unterwegs insgesamt. Wie kommt man auf diese Turniere bzw. auf die Tour? Also du brauchst ja deine Tourkarte, ne? Genau. Die hast du. Ja, genau. Also ich habe so eine eingeschränkte Spielberechtigung für die Tour. Das bedeutet, ich komme nicht in alle Turniere rein. Ich hatte jetzt das Glück, am Anfang der Saison in viele Turniere reinzurutschen. Warum? Weil andere nicht gespielt haben oder wie funktioniert das? Genau, Wildcard? Oder weil halt zum Beispiel jetzt Australien. Da gibt es im Verhältnis zu dem Aufwand, den du betreiben musst, um dorthin zu kommen, gibt es nicht genügend Geld. Dass halt Leute oder dass halt Spielerinnen sagen, sie waren da schon, sie haben da schon mal gespielt und für sie bringt das jetzt nichts, da noch mal hinzufliegen,
Vor allen Dingen brauchen sie das Turnier jetzt nicht unbedingt, um Punkte zu sammeln. Ja, okay. Wenn das Sinn macht. Macht Sinn. Was heißt denn nicht genug Geld? Was ist so ein Preisgeld auf so einem Frauenturnier? In der Regel so gibt es Preisgeld zwischen 200.000 und 250.000. Für die Siegerin? Nee, insgesamt. Insgesamt? Die Siegerin bekommt so um die 30.000, 31.000. Du wurdest 34. ne? Ich wurde 34. Und kriegst dann? 2.000 brutto. Wow, das ist ja fast nichts. Das ist nichts. Für den Aufwand, vor allem wenn man vergleicht, was die Herren kriegen. Ne? Im Vergleich, was die Herren. Deswegen ist es umso wichtiger, dass man sich als Spielerin Sponsoren zulegt. Als Golfer fliegst du schon im Minus zu einem Turnier hin und weißt vor dem ersten Abschlag, ich muss jetzt erstmal aus diesem Minus raus. Und wenn du aus diesem Minus halt raus willst, musst du Top 10 machen. Sonst schaffst du das nicht. Du musst zu Hause deine Wohnung zahlen können, du musst dein Auto zahlen können, du musst dort wohnen können, auf den Turnieren, im Hotel. Und jetzt mal, was brauchst du im Jahr? So allein, so mit Trainer und allem Möglichen dran, so 60.000. Sprich, du startest in jedem Jahr mit minus 60.000 und dann musst du dir das irgendwie erspielen. Vielleicht gibt es ja einen lieben Sponsor hier, der zuguckt und der Verena sponsern möchte. Kann man dich kontaktieren, wenn man dich sponsern möchte? Ja, definitiv. Also man kann mich ganz normal über meinen Instagram-Account kontaktieren. Ich habe auch eine eigene Homepage. Blend es hier unten ein, okay? Die Krähe mag uns nicht da oben. Ja, ja, ist ja gut, wir sind gleich weg. Dann hast du wieder deine Ruhe hier in Valais. Verena hat wie viel Meter ins Grün? 175. Und spielt da ein? Hybrid. Das Vierer-Hybrid. Ich habe 19 Grad. 19 Grad, okay. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das ist äquivalent zu einem Dreier-Eisen, Zweier-Eisen. Das weiß ich leider nicht. Das, da bin ich zu schlecht drin. Kann ich ja auch nicht sagen. Das wurde mir gefittet und das nehme ich. In the fitter I trust. Genau. Ja, ich glaube, der ist ziemlich gut. Nein. Geschenktes Paar und ich muss kämpfen fürs Paar. Nee. Ja, du hast ja einen vor. Also geteilt. Zumindest. So, ich habe hier natürlich einen Driver gespielt. Schwung gut. Ja, passt. So, in Teil 1 habe ich ja versprochen, dass wir mal in Verenas Back reingucken. Jetzt müssen wir da mal Mäuschen spielen. Also die Ernie-Haube haben wir schon kennengelernt. Die alten Bananenschalen vom letzten Turnier, die habe ich schon wieder rausgetan. Die sind da jetzt zum Glück nicht mehr drin. Sind es genau 14 Schläger? Ja. Lieblingsschläger? Im Moment das Hybrid, würde ich sagen, von Titleist. Und die sind alle gefittet, nehme ich an auch, ne? Ja. Ja, die sind alle gefittet. Also die Schläger versuche ich gerade irgendwie ein bisschen auszutauschen. Die sind schon ein paar Jahre alt. Vor allen Dingen mit den Hölzern bin ich sehr zufrieden im Moment. Also ich würde sagen, das sind so meine Lieblingsschläger gerade. Schön weggezischt. Ja. Ja, den muss ich chippen. Reda mit ihrem dritten und ich mit dem vierten. Mit dem zweiten auf dem Grün. Brich, 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 brich. Aber es wird ein gutes Paar bei dir. Oh. Schade. Ja. Schade. Aber Loch gewinnen. Juhu! Ja! Das geht für mich jetzt auch nur noch um gegen dich zu gewinnen. Der schaut gut aus. Ja. Wie, Spitzname von Verena, macht hier was? Ich habe jetzt 167 zur Fahne. Auch leichter Rückenwind, wird denn so wie 165 spielen. Du kannst ja so ungefähr mal meinen Ball anvisieren. Zwischen Fahne und meinem Ball. Genau, da ist noch viel Platz. Ja, ist genau dazwischen. Ja, aber der war ein bisschen fett. Bisschen kurz, ne? Ja. Wie der hoppelt. Zieh! Oh nee. Aber die sind alle so denkbar knapp. Ja, so kurz vorm Loch brechen die alle nochmal oder stoppen halt. Ja, das ist echt gemein. Boah. Schon wieder so kurz. Dran vorbei. Die haben ganz schön Speed, deine Putts. Ja, ich will ihn nicht zu kurz lassen. So, jetzt ist nur noch ein Loch, das Verena vor ist. Ich erhöhe den Druck. Merkst du das, Verena? Ja, ich breche gerade ein bisschen ein. Ja, ja, was los? Ja, gute Frage. Vielleicht, ich schieb's jetzt einfach mal auf das Jetlag.
Obwohl, nee, eigentlich Jetlag darf eigentlich nicht mehr sein. Und das mit dem Jetlag, das ist ja schon auch nicht ohne, ne? Also wenn du jetzt da nach Australien fliegst, wie viel Zeit hast du dann zum Akklimatisieren? Ich bin donnerstags geflogen, war dann Samstag Vormittag dort und das Turnier ging Donnerstag los. Also ich hatte so 5 Tage und ich hatte aber erstaunlich wenig Probleme mit dem Jetlag. Also ich hab's irgendwie gut geschafft. Super. Er fliegt in den Bunker. Ja. Einen Strand nach Australien zurück. Ja, Urlaub hast wahrscheinlich nicht so viel, ne? Nee. Nee. Leider nicht. Jemand, der nicht dort ist, der glaubt immer, dass man so viel Freizeit noch hat. Hat man gar nicht. Das ist sehr schade. Das ist einfach auch ein Job. Das sehen ja mal Leute nicht. Die denken dann so, okay, Golf, Profi sein. Ja. Ist nur Reisen, Fun, Golf spielen. Aber es ist halt einfach ein Job. Es ist dein Schreibtisch. Ja, richtig. Du stehst gerade in deinem Schreibtisch. Genau. Sieh. Jetzt liegen wir beide auf 3, ne? Mhm. Der reicht ja hinten und vorne nicht. Nein! Schon wieder zu kurz. Der muss auch noch mal rein. Oh, nein! Nein! Gibt's ja nicht. Da hast du dich jetzt auch fällt nicht. Ja noch. Puste mal. Nein! Das war jetzt zu schnell. Da hast du dich jetzt nicht konzentriert. Nee. Geil. So richtig schön weggezischt. Und auch von der Bewegung her, das ist perfekt, wie du dann am Ende dastehst. Toll. Alles für das schöne Foto. Ja, das schöne Finish, ja. Genau, das schöne Finish. Mein Learning jetzt so nach 15 Löchern heute hier bei schlechtem Wetter mit der Kamera ist, dass es echt schwierig ist, diese registrierten Privatrunden zu spielen und sich auf all das zu konzentrieren. Und dann auch noch Matchplay gegen Verena. 2 Löcher vor. Gut, das kriege ich aber noch hin. Das nehme ich mir jetzt noch vor. Ich glaube, ja, mein Score für heute. Ja, du hast noch ein paar Löcher. An dem Loch hier hast du auch einen vor. B8 hast du noch mal einen vor. Also du hast noch ein paar Chancen. So, und du machst einen kleinen Ausflug. Ja, genau. Ich suche mir gerade eine trockene Stelle, da ich im zeitweiligen Wasser bin. Du siehst halt hier, wenn ich da stehe, da kommt halt Wasser unterm Schuh hoch. Und dann sucht man sich die nächste trockene Stelle. Das wäre jetzt hier. Ja, hier markiert man, dann hat man von dort eine Schlägerlänge und dann kann man hier droppen und dann kann man von da weiterspielen. Und hat 2 Strafschläge gekriegt jetzt. Das würdest du dir wünschen, ja. Jawohl. 142. 142. Ich habe ihn ja jetzt gerade mit dem 4. Schlag eingelocht. Das heißt, der muss jetzt auch rein. Ins Wasser. Ins Wasser. Mit dem 3. Ne, mit dem 4. Ja, Mist. Zum Glück nicht auf Kamera. Nee. Boah! Ich hau da so drauf. Ja, jetzt. Irgendwie schon. Weil ich die halt irgendwie nicht zu kurz lassen will, aber bei so kurzen muss ich ja nicht so drauf fahren eigentlich. 3 auf und 3 Löcher noch zu spielen. Genau. Wer ist gut in Mathe? Das heißt, du kannst nur noch teilen, aber nicht mehr gewinnen. Aber wer weiß, vielleicht kannst du noch den einen oder anderen Punkt zurückholen. Aber ich tue mein Bestes, dass dies nicht passiert. Und wer weiß, im Lochspiel würde ich jetzt sagen, ein Loch noch zu spielen, dann mache ich den Sack zu. Das heißt, wir sind jetzt 3 auf, mit 3 Loch zu gehen. Wenn ich das nächste Loch gewinnen würde, wäre 4 auf 2 gewonnen. Für mich ist das ein rabenschwarzer Golftag, schon wieder. Aber ihr seht, das Lächeln vergeht mir zumindest nicht. Handicap habe ich mir heute nicht verbessert, auf keinen Fall. Aber das ist für mich ja irgendwie auch in Ordnung. Ich meine, du bist ja auch eine Tourspielerin. Ist denn das eigentlich auf der Tour so, versteht man sich da so mit allen Spielerinnen oder ist das schon auch so ein bisschen, ja, wie man sich's vorstellt? Achso, ja, also es gibt natürlich schon vielleicht die ein oder andere Spielerin, die mag man jetzt nicht oder mit der kommt man aufgrund der Persönlichkeit nicht zurecht. Ich finde schon, man hat so seine Freundinnen. Ich meine, klar, man ist irgendwie so Konkurrent oder Konkurrentin. Ich habe das Glück, dass ich über die Tour Spielerinnen kennengelernt habe, die ich zu meinem Freundeskreis zähle. Jemand, der das nicht so erlebt wie du, kann das manchmal nicht so nachvollziehen, was in deinem Kopf vorgeht. Und da ist es dann auf jeden Fall schon wichtig, dass du Freundinnen hast, mit denen du dich darüber unterhalten kannst, egal was es ist. Oh. Der war so fett.
Ja. Ist der reingeplätscht? Ja, der ist auf jeden Fall links gesprungen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also es passiert auch, dass eine Tourspielerin mal angeln muss. Ja, mein Ball ist genauso nass geworden wie ich heute. Aber zum ersten Mal, ne? Also ich meine, du hast natürlich noch gar keinen Ball verhauen irgendwie. Nee, das war auch der schlechteste Schlag heute. Ja. Leider kostet er mich einen Schlag. Und da? Boah, super. Nicht schlecht, Verena. Toll. Danke. Ich muss den jetzt machen. Sonst hat Verena gewonnen. Nein! Sagt er auch gerade noch, unter Druck spiele ich am besten. Yes! Paar gerettet. Pärchen fast. Nicht schlecht, nicht schlecht. Loch gewonnen. Loch gewonnen. Weiter geht's auf die 17. Was machst du denn so an so einem Wochenende, wenn du dann hier bist und mal ein bisschen Zeit hast? Früher bin ich schon ganz gerne mal feiern gegangen. Ich bin so ein Familienmensch, also ich bin halt viel bei meinen Eltern und sonst auf dem Golfplatz trainieren. Gehe dann ab und zu doch irgendwie mal essen oder so. Aber sonst genieße ich dann auch mal die Zeit, ein bisschen alleine zu sein. Stichwort Familie, hat man da Zeit, als Tourspielerin eine eigene Familie auch aufzubauen? Oder ist das ein bisschen hinten rangestellt jetzt erstmal? Ja, also es ist natürlich schon so ein bisschen hinten rangestellt, würde ich sagen. Also soziale Leben, ja, das leidet natürlich schon in der Saison darunter. Also so ist es nicht. Weil nur weil man von einem Turnier zurückgekommen ist, heißt es ja nicht, dass man im Moment kein Golf spielen muss dann in der Zeit. Also der Job geht ja so weiter. Aber wäre im Berufsleben auch so. Also wenn ich jetzt ganz normal im Büro arbeiten würde oder einen anderen Job hätte, dann wäre das bei mir auch erst noch persönlich halt so ein bisschen hinten angestellt. Erstmal Karriere. Erstmal Karriere machen, genau. Gut. Ich habe auch nachgelegt. Ja, das stimmt. Ich bin so ein richtiger Turniermensch. Also, so ein Wettkampf? Ja. Bist du ehrgeizig? Ja. Muss man sein, ne? Ja, schon. Ich kann auf der Range stehen und mir irgendwelche Korridore vorstellen und ich treffe keinen einzigen Korridor. Und dann bin ich keine 10 Minuten später auf dem Platz und treffe alle Fairways. Also es ist einfach andere Situation, andere Drucksituation. Du bist vom Kopf in einem anderen Modus drin und ich bin wirklich so ein richtiger Wettkampfsmensch, würde ich sagen. Ausgedrived. Du hast mich ausgedrived? Ja. Tatsache. Tatsache. Da bin ich, da ist Verena. Ja, ein bisschen links, aber der ist drauf. Ja, der ist kurz. Bisschen dünn, oder? War der? Ja. Ich track ja hier mal meine Zeit mit. Schaut mal, wir spielen schon 4 Stunden 38. Wow. Schon lang, ne? 4 Stunden 38. Und wir sind noch nie mal auf der 18. Nee. So lang spielst du auf der Tour nicht, hast du gerade gesagt. Ja, wir spielen länger auf der Tour. Aber gut, da spielen wir zu dritt. Da würde ich sagen, spielen wir so zwischen 4,5 und 5 Stunden. Und da hält man sich eigentlich in so einem Flight oder ist da jeder so im Tunnel und für sich? Manchmal ist man so in Redelaune, wenn man jetzt eine Spielerin schon ein bisschen kennt. Aber ist es dann auch so, da unterhält man sich über, weiß ich nicht, Privatleben oder eher so über Golf? Also vielleicht so ein bisschen über Golf, aber dann auch so ein bisschen so über, also jetzt nicht tiefgründige Gespräche über private Situationen oder sonst irgendwas, aber man redet schon so ein bisschen privat. Hui. Oh! Schade, super, ne? Souveräner Putt. Das heißt, Loch schon gewonnen? Ja, Loch schon gewonnen. Wir haben eine Entscheidung am letzten Loch. Da hast du aber keinen vor mehr. Hätte ich hier auch nicht gebraucht. Nee, hätte sie hier auch nicht gebraucht, in der Tat. Ja, ich gehe nochmal an den Strand. So, also die letzten 3 Loch waren jetzt nochmal ordentlich, bisher, bis hierhin. Da habe ich ihn hingelegt, Verena in Bunker, wobei der von der Länge her auch super war. Ja, der ist leider geil. So, komm und mach ihn. Hast du schon gezittert? Für einen kurzen Moment habe ich gedacht so, oh oh. Ich? Zum Paar. Jetzt braucht Verena ganz kurz hier, ich kommentiere das. 3 Putts müssen wir hoffen. Oh, der ist natürlich zu kurz. Ja, wie so alle Putts heute bei mir. Aber da zeigst du halt natürlich keine Nerven dann. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Danke, hat Spaß gemacht. Es hat Spaß gemacht. Ja, danke schön.
Ich muss es noch mal ganz kurz zeigen, wie ich hier die ganze Zeit gefilmt habe. Mach das kurz mit dem iPhone, damit ihr das sehen könnt. Weil der kleine Display ist hier versteckt hinter diesem Regenschutzding. Und der Record-Knopf ist hier. Es war ein ganz schönes Gepfriemel, aber hey, no excuses, keine Ausreden. Es war ein schlechter Score von mir. Und am Ende hat Verena gewonnen. Und das aber auch völlig verdient heute, oder? Ja, also du hast es mir manchmal ein bisschen leicht gemacht, in der Tat. Also ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein Rematch wert. Ja. Dann hoffentlich bei gutem Wetter. Und ohne Kamera, da machen wir dann nur so ein bisschen Instagram-Stories. Ja, das können wir auch machen. Oder? Genau, da machen wir so ein bisschen so Instagram. Und dann ist ja auch richtig fair, weil dann kann ich mich auch voll aufs Golf konzentrieren. Genau, genau. Ja. Weil das ist schon, also ich merke, das ist echt eine Challenge. Und mit der Kamera, ich muss mich da noch ein bisschen mehr eingrooven. Vor allem, wenn dann so das Wetter drumherum. Aber wie gesagt, Ausreden will ich gar nicht finden. Liebe genau, Verena, Ausreden gibt's nicht. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast in deinem vollen Terminplan. Ach ja, ihr könnt natürlich kommentieren und hier mal auf die Playlist gucken, die ganzen Trainingsvideos mit Danny Wilde. Ich habe mir das zumindest erarbeitet und ich sollte es auch hier drin haben. Ich kann es nur noch nicht abrufen. So, ciao, gut Golf, Verena. Und bis zum nächsten Mal.